Schleifen möchte ich euch heute zeigen, wie man sie ganz schnell häkelt an Verzierung oder man macht da in Haarspange draus. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo man sie gebrauchen kann. Sind schnell gemacht? Also bis gleich, danke. Diese Schleifen sind ganz einfach, schnell selber zu machen. Kann man als Haarspange an irgendeiner Tasche oder Kleidchen draufnähen. Sehen alle sehr gut aus, gibt es in viel, kann man verschiedene Farben. Hier habe ich wieder so eine Anleitung. Also wir machen zuerst 29 Luftmaschen, schließen die dann zu einem Kreis, dann zwei Luftmaschen und in jede Luftmasche ein feste Maschen und das 6-mal. Das wäre dieses Teil. Also 29 Luftmaschen. So, jetzt habe ich die 29 Maschen gemacht. Die werden jetzt zum Kreis geschlossen. So, jetzt mache ich eine Luftmasche und in die nächste Luftmasche hier ein festes Stäbchen und so ganz rum und da 6 Reihen von drauf. Das sind denn diese hier. Ist das zum Kreis geschlossen und 6-mal feste Maschen noch auf. Also jetzt habe ich die 6 Reihen mal fertig. Jetzt häkeln wir dieses Bändchen. Wir schneiden nichts ab, wir lassen das und machen 8 Luftmaschen. Also 8-mal hoch. Dann eine Luftmasche und in die 8. ein festes Stäbchen. Und das jetzt bis unten die festen Stäbchen. Na, es will nicht. Könnt ihr es auch mit verschiedenen Farben machen, anstatt in Uni. So, jetzt bin ich bis unten. Jetzt gehe ich in dem einen Stäbchen zurück, wo ich die 8 hochgehäkelt habe. Gehe noch einmal in die erste. Drehe das Ganze und häkel noch einmal feste Maschen bis oben und dann wäre dieses Stück fertig. Ist also ganz einfach, die Schleifen selber zu häkeln. So, da noch. Dann schneide ich es ab. Nicht zu kurz, weil wir müssen es ja unten nochmal vernähen. So. Ziehe den Faden raus. Nehme eine Stopfnadel. Also in der Mitte, drehe das jetzt rum und dann tue ich das aber vorher ein bisschen hier so was zusammen, so rum, so und ziehe das dann etwas bis hier oben, weil das muss ich ja ein bisschen hier zusammenziehen und die Außen sollen dann ja größer wirken wie das Innere. Also das ein bisschen rein. Rum bis oben und hier oben wird das jetzt vernäht. So, das hier oben festgenäht.
abschneide. Drehe das noch mal so ein bisschen rum. Der Faden wird auch vernäht, der untere. Und dann wären die Schleifen fertig. Hier noch einmal die Anleitung. Also 29 Luftmaschen zum Kreis schließen. Die zwei Luftmaschen und dann in jede Luftmasche ein festes Stäbchen und das 6 Reihen rauf. Dann hier diese Schlaufe, da kommen 8 Luftmasche rauf, feste Maschen, runter, nochmal feste Maschen, nein, umgedreht. So, jetzt zeige ich nochmal die Anleitung. 29 Luftmaschen zum Kreis schließen, 2 Luftmaschen und in jede Luftmasche ein festes feste Masche und das 6 Reihen rauf. Dann kommt für diese Schlaufe 6 Luftmaschen rauf, feste Maschen bis unten, dann 2 feste Maschen und dann noch einmal raufstricken, sodass das also 2 Reihen gibt. Das hier umknicken, festnähen, sodass das hier ein bisschen breiter ist und hier ein bisschen enger. Das wäre es dann schon. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bye.